wunderschöne Mühlviertel. Lebenswert, liebenswert, wirtschaftlich stark, mit fleißigen Menschen. Wäre da nicht! Was da angeht? Da läuft was schief. Genau, so geht's nicht. Nein, bitte nicht. Ist ja nicht wahr. Moment! Was hilft die beste Arbeit der SPÖ als einziger Sozialpartei, die es noch gibt, wenn Machtgelüste und Parteiinteressen der Regierungsparteien jeden sozialen Fortschritt verhindern? Die prinzipielle Ablehnung sozial ausgewogener Konzepte ist ein deutliches Zeichen der Angst vor Machtverlust. Eine Ignoranz, die jede Menschlichkeit vermissen lässt und oft in Menschenverachtung gipfelt. Es gibt Politiker, die sind mit dem Schlagwort Veränderung an die Macht gekommen. Wie man sieht, reicht das nicht aus. Verbesserung, war halt angesagt. Ja, unbedingt notwendig. Wir im Bezirk Berg und im Mühlviertel arbeiten an echten Werten. Für ein besseres Leben für uns alle. Respekt und Wertschätzung gehören da dazu. Aber das geht in der Politik immer mehr verloren, wie man sieht. Die Wohnungsmieten steigen teilweise rasant in die Höhe. Der Bezirk Berg ist im öffentlichen Verkehr massiv benachteiligt. Ja, wir haben nicht einmal einen Autobahnanschluss. Und es scheint, als wäre der Politik unser Klima egal. Ganztagsbetreuung für unsere Kinder ist in den meisten Gemeinden leider keine Realität. Und die Arbeitslosigkeit, die wird uns auch noch länger beschäftigen. Eh klar. Weil die schwarzen Schafe erpressen zuerst die Unterstützung und kündigen dann doch die Leute. Lasst uns arbeiten und unser Land reparieren. Eicher Stimm für die einzige Sozialpartei ist unser Auftrag für Verbesserung statt Veränderung.